Sie haben mich bestohlen. Da gab es doch gar keine andere Möglichkeit, um sie rauszuschmeißen. Ach. Bei ihrer Vertrauensstellung als Kassiererin. Ach, das ist doch vollkommener Quatsch. Das wissen Sie ganz genau, dass ich sie nicht gestohlen habe. Aber das Gericht, das wird mir recht geben. Ja, das werden wir noch sehen. Also das heißt, eine Entscheidung steht noch aus. Ja, ja. Jetzt war das Ganze an dem Tag, an dem dann abends der Herr Greil da verletzt wurde. Sie haben ihn dann da hinter dem Container auch gefunden, genau, und die Polizei informiert. Genau. Wieso waren Sie da eigentlich abends dort? Ich gehe abends immer noch mal so eine letzte Runde Gassi mit meinem Hund, mit dem Blade. Und da kommen wir an dem Supermarkt vorbei. Und im Hinterhof müssen Sie sich vorstellen, so 2-3 Meter rein ist ein großer Baum. Und da hebt der Blade halt immer noch mal das Bein. Ja, und als ich dann da mit dem Blade so stand, habe ich einen Schuh hinterm Container gesehen. Das war mir total seltsam, weil der Hof ja immer kontrolliert wird. Und da bin ich dann hin und da habe ich dann Herrn Krall liegen sehen. Was für ein Zufall. Wie heißt der Hund? Blade? Blade. Mhm. Aha, und ist dem was aufgefallen oder Ihnen bei dem Rundgang? Eine Person? Nee, da war keiner. Die Anita hatte vielleicht schon mal irgendwie zuvor dann entgegengekommen oder so. Na, die Chiara, das würde ich doch wissen. Kannten Sie die Angeklagte denn? Ja, klar. Seit Chiara in dem Mutter-Kind-Heim lebt, ist sie häufig bei uns einkaufen gekommen. Richtig nettes Mädchen. Ja, ist sie wirklich. Sie hat sich wohl auf der Straße eine etwas rauere Schale zugelegt, aber so eigentlich ganz tief eigentlich drin ist sie immer noch ein Kind. Sozialromantik-Scheiß nervt die mich schon seit Monaten. Hören Sie mal, ich habe wenigstens noch ein soziales Gewissen. Ja, ja, wenn ich nämlich sehe, ne, dass jemand Hilfe braucht, dann denke ich nicht noch 10 Monate nach, dann tue ich was. Ja, ja. Hat die Angeklagte Sie auch mal um Hilfe gebeten? Das hat sie. Das war so 3-4 Tage vor meiner Kündigung. Da kam sie total aufgelöst und weinend zu mir an und hat mich nach Lebensmitteln für ihren Freund gefragt. Der ist wohl obdachlos und sie hatte Angst, dass der verhungert. Und ich hätte auch total gerne was gegeben, aber ne, wir hatten strikte Anweisungen, bloß nichts mehr rauszugeben. Sind Sie sich sicher, dass das höchstens 4 Tage vor Ihrer Kündigung war? Definitiv. Da war ich schon längst nicht mehr mit Jan zusammen. Sie liegen da total falsch. Chiara, es tut mir super leid, wenn ich dich jetzt mit der Aussage hier belaste, aber seien wir doch mal ehrlich, du hast ganz eindeutig nach Lebensmitteln für deinen Freund gefragt. Sie müssen sich da täuschen, wirklich. Da täuscht sich niemand, Sie lügen ja einfach nur dreist. Sie wollten die Lebensmittel für Ihren Freund besorgen, bekommen von Frau Manns nichts und haben sich dann ein paar Tage später eben an dem Container bedient. Wir waren nicht mehr zusammen, verdammt nochmal. Auch wenn ich mit Jan zusammen gewesen wäre. Ja? Auch wenn ich mit Jan zusammen gewesen wäre, dann wäre ich nicht mal annäherungsweise in die Nähe dieser Container gegangen. Ich wusste doch, dass der Makler es jetzt ernst macht. Ich konnte mir keine Anzeige mehr leisten. Was war eigentlich der Grund für Ihre fristlose Kündigung, Frau Manns? Halten Sie sich fest. Da habe ich kurz vor Ladenschluss, habe ich mir ein Brötchen, ganz billiges Brötchen aus dem Regal genommen und habe das gegessen. Ja, ja, und das ohne zu bezahlen. Ach, so ein Schwachsinn. Sie wissen ganz genau, dass es nicht stimmt. Das hätte ich natürlich noch bezahlt. Ja, klar. Und unter unserem alten Geschäftsführer war das auch überhaupt kein Problem. Der hat uns nämlich vertraut. Und das ist, Vertrauen ist nie missbraucht worden. Gab es denn dafür eine offizielle Absprache? Ja, seinerzeit hatte der alte Geschäftsführer, netter Mann, hatte uns halt erlaubt, Ware aus dem Sortiment zu nehmen, solange wir sie eben bezahlen. Und naja, Herrn Krall, den hat das mal überhaupt nicht interessiert. Aber ich glaube, der hat auch nur einen Grund gesucht, mir einen Strick zu drehen, weil ich ihm wahrscheinlich unbequem war. Ich habe immer gefragt, ob er nicht die bald abgelaufenen Lebensmittel an Bedürftige weitergeben kann. Oder es zumindest erlaubt, dass wir eine Ecke im Laden einrichten, wo die Lebensmittel billiger angeboten werden, wo das MAD bald abläuft. Also MAD, Mindesthaltbarkeitsdatum. Genau. Und nur weil das ja bald abläuft, sind ja die Sachen nicht automatisch schlecht. Und wir haben viele ältere Kunden, die sich freuen würden, wenn sie noch einen Cent sparen könnten. Die Leute sollen nicht sparen, die sollen bei mir Geld im Supermarkt ausgeben. So einfach ist das. Für meine Bilanz eh besser. Ja, dass Sie nicht die Wohlfahrt sind, ist mir schon klar. Das haben Sie eindrucksvoll demonstriert. Der hat als allererstes mal einen Werbefuzzi kommen lassen, ne? Der hat dann den kompletten Laden umgemodelt, so nach dem Motto, psychologische Einkaufsoptimierung wurde es, glaube ich, genannt. Ja. Endeffekt vom Lied war, dass die ganzen Kunden nicht mehr wussten, wo die Waren sind, kamen natürlich und haben uns immer gefragt und wir sind kaum noch zu unserer eigentlichen Arbeit gekommen. Ja, dann hätten Sie sich mal besser auf Ihre Arbeit konzentriert, anstatt sich ständig um die Bettler zu kümmern da. Hören Sie doch auf, das wäre für Sie ein einfaches gewesen. Unser alter Marktleiter, der hat die fast abgelaufenen Lebensmittel palettenweise neben den Container gestellt, dass die Obdachlosen sich den wegnehmen konnten. Ja, ja, und den ja. Umsatz. Den hat's auch nicht geschmälert. Ach, dem hat's schon geschmälert. Das sieht man ja, wenn die Leute das umsonst kriegen können, dann brauchen sie es ja nicht mehr zu kaufen. Herr Krall, das ist doch eine Milchmädchenrechnung. Glauben Sie etwa allen Ernstes, dass Leute, die jeden Cent 3-mal umdrehen müssen, dass die in ihren Laden kommen und ihre teuren Sachen kaufen? Nein, die gehen in den nächstbesten Discounter und da holen sie sich das billige Zeug aus dem Regal. So ist es. Sicher.
Sie sind immer noch ziemlich wütend auf Ihren Ex-Chef, Herrn Greil, oder? Wütend ist gar kein Ausdruck. Sind wir doch mal ehrlich, die Zeiten sind doch für uns alle heute mittlerweile hart. Ja, und Herr Kreil hätte endlich mal Gelegenheit gehabt, mit ganz geringen Mitteln ein bisschen was Gutes zu tun. Ja, Armut, das ist heute nicht mehr nur Thema der Schnorrer. Das geht heute quer durch alle Gesellschaftsschichten und auch bei Leuten, wo man das überhaupt nicht vermuten würde. Ja, selbst die Frau Schaf, die hat mich irgendwann vor nicht allzu langer Zeit um billige Lebensmittel angehauen. Ja, natürlich habe ich das, aber doch nicht für mich, sondern für das Heim. Ich meine, ich bin immer auf der Suche nach Einsparungsmöglichkeiten. Ja, und ob das Toastbrot jetzt übermorgen abläuft oder in einer Woche, ist ja wohl völlig Schnuppe. Jetzt hat der Herr Greil da im Container eine Tasche mit Blumenmotiven gesehen. Besitzen Sie so eine Tasche? Nein. Aber die kommt Ihnen bekannt vor, nicht wahr? Ja klar, die hatten wir ja letztes Jahr im Sommer im Angebot. Aber ich habe mir die damals nicht gekauft. Das ist nicht so, nicht ganz so mein Stil. Noch Fragen an die Zeugin? Keine Fragen, danke. Nehmen Sie bitte hin Platz, Sie bleiben unvereidigt. Dann den Ex-Freund der Angeklagten, Jan Röder, bitte. Hey Jan, was ist denn mit dir los? Wieso? Du siehst verdammt gut aus. Wie hast du das gemacht? Tja, keine Drogen, kein Alk, hättest du nicht gedacht, nicht wahr? Nee, echt nicht. Nehmen Sie doch einfach erst mal Platz, dann unterhalten wir uns, würde ich sagen. Zunächst aber muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Jan Röder, 19 Jahre alt, Sie wohnen in München ledig. Ja. Sie arbeiten, glaube ich, als Produktionshelfer auf 400-Euro-Basis. Mhm. Und Sie sind nicht verwandt, verschwägert, verlobt mit der Angeklagten. Noch nicht, nein. Nun soll die Angeklagte am Tatabend versucht haben, aus einem Container abgelaufene Waren am Supermarkt zu entwenden. Und als dann der Marktleiter, der Herr Greil, dazu kam, da soll sie dann letzten Endes so eine Obstkiste rausgezogen haben, die da dazwischen gespreizt war, sodass der Deckel dieses Containers dem Herrn Greil auf den Kopf schlug. Das war sie aber nicht. Sie bekommt doch im Heim alles, was sie braucht. Naja, die Angeklagte soll diese Lebensmittel ja auch gar nicht für sich selbst entwendet haben, sondern um sich zu versorgen. Das ist doch Unsinn. Kera hat zwei Wochen bevor mit mir Schluss gemacht und hatte überhaupt keinen Kontakt zu mir. Sie hat nicht für mich containert. Ja, aber klar, dass Sie das sagen werden, ne? Uns diese Trennung hier auch weismachen wollen. Sie haben Interesse daran, dass Ihre Ex-Freundin, ne, nicht verurteilt wird heute. Ja, klar will ich nicht, dass sie Ärger bekommt. Hey, aber deswegen lüge ich doch was nicht. Was passiert denn, wenn sie verurteilt wird? Deswegen lügen Sie nicht, ja? Dann kommt das Kind vermutlich in eine Pflegefamilie. Glauben Sie wirklich, das Kind kommt zu Ihnen? Nein. Und was ist denn, wenn das Kind bei einer Pflegefamilie ist? Dann werden Sie deutlich größere Schwierigkeiten haben, das Kind noch zu sehen. Und deswegen glauben Sie, heute hier lügen zu müssen. Aber Chiara hat sich wirklich von mir getrennt. Was war denn der Grund für die Trennung? Naja, als sie das Baby bekommen hat, Selina, dann hat sie einfach den Kontakt abgebrochen. Auch zu den anderen von der Straße, weil sie nichts tun wollte, was schlecht fürs Baby war. Wozu auch ihre Beziehung gehörte. Ja, genau. Und sie hat mir auch gesagt, dass ich mich entscheiden soll. Entweder sie und das Baby oder die Drogen. Und du hast dich für uns entschieden. Hey, klar, weißt du, du bist für mich der Sinn meines Lebens und seit du mir dieses Ultimatum gestellt hast, musste ich einfach irgendetwas tun. Und weißt du, ich bin am nächsten Tag dann gleich zur Drogenberatung gegangen und die haben mir dann auch gleich geholfen. Aber du hast mir gar nichts davon erzählt. Naja, ich wollte erst mal selbst schauen, ob ich das auch durchziehen kann. Naja, ich habe ja schon so den einen oder anderen Heroinabhängigen hier gesehen. Sie machen da wirklich einen ganz guten Eindruck. Danke, ich bin seit 2 Monaten clean und ich bin auch recht stolz drauf. Und über den Streetworker von uns hab ich einen 400-Euro-Job bekommen als Produktionshelfer. Ich finde, ja, ist vielleicht nicht viel, aber es ist immerhin ein Anfang und ich hoffe, dass ich in einem Jahr oder so Chiara und Selina auch helfen kann und unter die Arme greifen kann. Nicht schlecht, was das Baby da bei Ihnen beiden ausgelöst hat. Es ist bei Ihnen eher der Druck, die Angst, Sie zu verlieren. Ja? Also ich hoffe, dass Sie das weiter so durchziehen. Beide. Ja. Also wobei, klar, 2 Monate clean. Finde ich schon mal ehrenwerte Leistung, aber machen Sie sich nicht vor, das ist auch klar, oder? Das ist noch ein weiter Weg. Die Rückfallchancen sind groß und wenn Sie wirklich wollen, dass es auf Dauer was wird, dann werden Sie sich noch lange Zeit am Riemen reißen müssen. Schon klar, oder? Ja. Dass 2 Monate unterm Strich dann doch gar nichts ist, ja. Also, und ich kann Sie beide nur ermutigen, dass Sie da auch wirklich das Jugendamt auf dem Weg wirklich als Hilfestellung sehen und jetzt nicht als jemand, der Sie gängeln will. Wir schaffen das schon. Zur Tatzeit hatten Sie den Job aber noch nicht gehabt, oder? Nein. Das heißt, Sie waren noch auf der Straße? Nein, ich war in einem Obdachlosenheim untergekommen. Wie sah es mit Essen aus? Hat Ihre Freundin Ihnen das Essen gebracht? Nein, das war nicht nötig, denn ich habe mich nämlich bei der Tafel angemeldet. Sehen Sie? Was haben Sie da? Ich habe hier einen Ausweis komm ich mal von zu der Ihnen Tafel. Vor.
Sie brauchen sich nicht bemühen. Das heißt, bei der Tafel, da können Sie regelmäßig Lebensmittel holen, gegen einen symbolischen Betrag nur, ja? Ja, genau. Und dort habe ich auch regelmäßig gegessen. Und auch die von der Drogenberatung haben mir gesagt, dass ich zu mangelernährt bin und dass ich das unbedingt ändern muss. Ja, ich meine, du siehst jetzt inzwischen auch viel besser aus. Du bist nicht mehr so dünn und so blass wie vorher bist du auch nicht mehr. Ich fühle mich auch viel besser und ich werde das echt durchziehen. Ich störe dieses Familienidyll auch nur ganz ungern, aber ich bin nicht bescheuert, ja? Ausgestellt am 17.11.2011, was sagt uns das? 2 Tage nach der Tat. Das heißt, am Tattag waren Sie noch nicht Mitglied bei der Tafel. Was wollen Sie mir eigentlich erzählen? Ja, okay, vielleicht nicht offiziell, aber ab und zu habe ich dort schon was zu essen bekommen. Und? Wer kann das bestätigen? Keiner. Ja, weil Sie keinen Ärger kriegen wollten, weil Sie das halt auch nicht durften. Ja. Aber sie kann bestätigen, dass ich dort war. Wieso die Frau Schaaf? Naja, weil sie mich dort gesehen hat. Moment mal, Frau Schaaf, 55 SCP. Oh, Sie müssen sich hier selber nicht belasten, aber die Wahrheit sagen. Stimmt das denn? Sind Sie auch bei der Tafel gewesen? So ein Blödsinn. Ich habe ein regelmäßiges Gehalt von der Stiftung. Ich muss nicht zu irgendeiner Tafel gehen. Völliger Schwachsinn, das habe ich gar nicht nötig. Ja klar, deswegen haben Sie auch nichts bekommen. Aber Sie können sagen, dass ich dort war, weil Sie dort auch gewesen sind. Und Sie sind sich ganz sicher, dass die Frau Schaaf dort bei der Tafel war? Ja klar, ich habe doch gesehen, wie sie einen Weinkrampf bekommen hat, als sie abgeblitzt ist. Und ganz ehrlich, geben Sie es doch zu, es ist doch keine Schande, kein Geld zu haben. Schließlich haben Sie mir auch leid getan. Schließlich kümmern Sie sich ja um Chiara und die Kleine. Frau Schaaf, haben Sie denn Geldprobleme? Nein, mir geht's total gut. Ich weiß nicht, wen der da gesehen hat, aber ich war das nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Frau Schaaf Geldsorgen hat. Entschuldigung, was mischen Sie sich da jetzt bitte ein? Wie kommen Sie denn da drauf, Frau Manns? Auch Sie müssen die Wahrheit sagen, sich selber nicht belasten. Wie kommen Sie denn drauf? Naja, die Frau Schaaf, die hatte halt immer einen Lieblingswein, einen Gran Reserva. Das ist ein recht teurer Wein, der kostet, glaube ich, so um die 15 Euro die Flasche. Und den hat sie halt regelmäßig gekauft. Und immer wenn wir den nicht da hatten, sollten wir ihr auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn wir wieder eine Lieferung bekommen. Ja, und das war auch in etwa so eine Woche auf zwei vor der Tat, dass wir wieder eine Lieferung hatten. Ich dann auch zur Frau Schaaf bin, ihr das gesagt habe. Und sie war total desinteressiert und wollte ihn nicht haben. Ja, ich wollte vielleicht mal weniger trinken. Ja, aber das kam mir trotzdem komisch vor, weil sonst war die immer total aus dem Häuschen, wenn wir den Gran Reserva wieder hatten. Hallo, ich muss ja wohl nicht Ihren bescheuerten Wein ständig kaufen. Natürlich sind Sie nicht gezwungen, diesen Wein zu kaufen. Aber wissen Sie, es ist nun schon der zweite Hinweis, dass Sie in Geldsorgen gesteckt haben. Und wenn Sie schon versuchen, bei der Tafel Essbares zu bekommen, dann ist es doch nicht weit entfernt, dass Sie auch an jenem Abend den Container durchsucht haben, um etwas zu essen zu finden. Hab ich aber nicht. Und darüber hinaus? Als Heimleiterin hatten Sie auch Zugang zum Gemeinschaftsraum, in der die Tasche meiner Mandantin hing. Sie hätten es also jederzeit unbemerkt diese Tasche nehmen können. Ich hatte aber keine finanziellen Probleme, ist ja wohl völlig absurd. Hatten Sie nicht gesagt, dass ganz viel Pudding in der Tasche war? Ja, Vanillepudding, eine ganze Palette. Und was tut das zur Sache hier? Ja, also ehrlich gesagt habe ich am Anfang nicht viel darüber nachgedacht, aber damals gab es im Heim 3 Tage lang nur Vanillepudding zum Nachtisch. Und wir haben uns schon überlegt, was los ist, weil Frau Schaaf normalerweise voll auf die gesunde Ernährung abfährt. Hatten Sie diesen Vanillepudding aus dem Container, Frau Schaaf? Frau Schaaf, bitte, wenn Sie das waren, dann geben Sie es doch zu. Bitte, Frau Schaaf. Frau Schaaf, bitte, ich will doch nicht mein Kind verlieren. Sie wissen doch, dass, wenn ich jetzt heute verurteilt werde, dass meine Selina wegkommt. Sagen Sie es doch, bitte. Wollen Sie, dass die Chiara ihr Kind verliert? Nein, natürlich nicht. Ja, dann sagen Sie doch endlich, wie es war. Frau Schaaf, gibt's noch was, was wir wissen sollten? Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin auch selber schuld an der ganzen Sache. Ich habe mich völlig verspekuliert. Ein Freund von mir, der hat gesagt, dass er deine Aktie kennt, die total im Wert steigen wird. Da war sich sicher, dass ich eine Menge Kohle damit machen kann. Ich habe ihm einfach vertraut. Ich habe das Quartalsbudget für das Heim in diese Aktie investiert. Hören Sie mal zu, das Geld diente den jungen Mädchen als Existenzgrundlage. Sie haben es mal eben zu privaten Zwecken benutzt, um sich da selbst zu bereichern? Oder was erzählen Sie uns da? Das war doch nicht für private Zwecke, das sollte fürs Heim sein. Haben Sie eine Ahnung, wie niedrig das Budget da ist? Ja, ich wollte einfach von dem Gewinn irgendwie mal die nötigen Reparaturen endlich in die Wege leiten. Und das scheint nicht geklappt zu haben. Die Exporte dieser Firma sind eingebrochen und dann ist die Aktie natürlich in den Keller gerauscht. Ja, und jetzt hocke ich hier so auf Schrottaktien und hab noch nicht mal eine Ahnung, wie ich die laufenden Kosten irgendwie decken soll. Ja, verstehe ich aber die Heimlichtuerei nicht. Ich meine, warum haben Sie das Desaster nicht offengelegt? Das kapiere ich überhaupt nicht.
wäre ich doch sofort meinen Job losgeworden. Ich habe einfach gedacht, diese Aktie erholt sich irgendwie wieder. Das passiert doch manchmal. Dann hätte ja auch niemand was gemerkt. Aber irgendwie ging es nicht bergauf. Und dann habe ich mein Gehalt genommen, mein Privatgehalt. Und habe versucht, irgendwie die nötigen Ausgaben wenigstens abzudecken. Aber das hat ja irgendwann auch nicht mehr gereicht. Also waren Sie bei der Tafel? Ja. Ich hatte gehofft, dass ich da irgendwie billig ein paar Lebensmittel kaufen kann. Ich wollte einfach sparen, wo es geht. Und haben Sie den Herrn Hölder da getroffen bei der Tafel? Ja, habe ich. Und als ich dann da abgeblitzt bin, habe ich als letzten Ausweg nur noch die Container gesehen. Ich wusste mir einfach nicht mehr anders zu helfen. Und waren Sie am Tatabend da beim Bestkauf, beim Container? Ja. Ich hatte die Tasche fast voll, ja. Dann habe ich diese Tür knarzen hören. Ich habe so einen Schreck bekommen. Ich bin total panisch hinter diesen Container gelaufen, habe mich versteckt. Und dann habe ich den Marktleiter erkannt. Das wäre doch der totale Skandal gewesen, wenn der rumerzählt hätte, dass das Essen fürs Heim aus dem Container kommt. Ja, das ist ja wohl völlig zu Recht, oder? Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Das war ein Kurzschluss. Ich habe einfach diese Kiste rausgezogen und ich wollte doch nur abhauen können, dass er mich nicht sieht. Ja gut, sollen wir jetzt dafür noch Verständnis haben, Frau Schaff? Auch wenn Sie uns hier vorgaukeln, alles nur für das Mutter-Kind-Heim getan zu haben. Sie haben offensichtlich vergessen, dass Sie aus purem Egoismus meine Mandantin hier auf der Anklagebank schmoren lassen. Ich verstehe es nicht. Wie konnten Sie mir sowas antun? Sie wussten ganz genau, dass ich das Sorgerecht für Selina verlieren hätte können. Es tut mir ja auch leid, aber ich habe einfach nicht mehr gewusst, wie ich aus der ganzen Sache rauskomme. Ich habe mich völlig in diese Lügen verstrickt. Lügen ist ein gutes Stichwort. Haben Sie denn tatsächlich die Angeklagte und den Jan Hölder, also Ihren Freund, da vor dem Tatabend gemeinsam gesehen vor dem Heim? Nee, habe ich nicht. Ich habe nicht gelogen. Mir hat die Chiara wirklich erzählt, dass sie die Lebensmittel für ihren Freund braucht. Ja, dann jetzt doch mal raus mit der ganzen Wahrheit. Was ist nun richtig? Haben Sie sich weiterhin mit Ihrem Freund getroffen? Ja, aber damals war ich von Jan getrennt. Ich habe ihm halt damals Essen besorgt, weil ich konnte ihn ja auch nicht von heute auf morgen so ganz im Stich lassen. Aber ich hatte voll Angst, das hier vor Gericht zu sagen. Ich meine, das hätte mir doch hier keiner geglaubt, obwohl ich unschuldig bin. Na gut. Noch weitere Fragen an irgendjemand von den Zeugen? Dann bleibt sowohl der Herr Hölder als auch die Frau Schaaf wie auch die Frau Manz unvereidigt. Dankeschön. Sie dürfen hinten Platz nehmen, Herr Hölder. Nehmen Sie mal bitte Platz. Ja, ich denke, da brauchen wir weder den Auszug aus dem Erziehungsregister, aus dem Bundeszentralregister verlesen, noch müssen wir Frau Kramer Ihren Bericht hören. Oder? Nein. Wird darauf verzichtet? Nein, danke. Ja, keine weiteren Anträge? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Bundesgericht, Frau Verteidigerin, Frau Schaaf ist kein Unschuldslamm. Hinter diesem kleinen Wortspiel steckt wirklich hochkriminelles Verhalten. Sie hat das Budget, das Quartalsbudget des Mutter-Kind-Heims mal eben auf den Kopf gehauen, weil dann nichts mehr da war für die ganzen Mütter und Kinder, hat sie dann, und das haben wir heute hier verhandelt, den Herrn Kreil letztlich verletzt, den beraubt um die Dinge, die da im Container drin sind, die Lebensmittel. Und weil sie dazu nicht stehen konnte, weil sie ihren Kopf am Ende retten wollte, hat sich ja gelogen, mit der Wahrheit das nicht so genau genommen und zugesehen, wie eines ihrer Schäfchen letztlich hier bei draufgehen könnte und ihr Kind ans Jugendamt hätte verlieren können. Wir sprechen uns dann noch, Frau Schaaf, Sie sind klar. Jetzt noch ein Satz von mir, Freispruch für die Angeklagte. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, ich bin natürlich froh, dass die Unschuld meiner Mandantin zweifelsfrei bewiesen ist. Ich ärgere mich aber darüber, über die Hintergründe, wie es dazu kam, dass meine Mandantin hier unschuldig überhaupt auf der Anklagebank gelandet ist. Da gibt es natürlich die Zeugin Schaaf, die eigentliche Täterin. Die hätte sich stellen müssen. Aber ich kann ja verstehen, man belastet sich nicht selber gerne, beobachtet erstmal den weiteren Verlauf und hofft darauf, es wird sich anderweitig klären. Viel schlimmer ist es, was Sie, Herr Kreil, hier als Zeuge fabriziert haben. Ja? Sie haben in Wahrheit gar nichts gesehen, was den Tathergang und die Täterin anbelangt. Sie haben ja einfach die Gelegenheit als Zeuge genutzt, als Staatsbürger sich hier hinzusetzen und ihren Brass über junge Mütter und sozial schwache Luft zu machen. Und das finde ich doch sehr bedenklich, weil da haben Sie für meine Begriffe auch die Grenze der Beleidigung erreicht. Ja? Meine Mandantin hier als asoziale Göre und als Plage zu bezeichnen, das ist das eine. Sie sollten sich mal überlegen, ob Sie als Marktleiter und damit in der Personalführung überhaupt eine geeignete Stellung innehaben. Da können Sie mal drüber nachdenken. Ich beantrage Freispruch. Danke, Frau Verteidigerin. Ja, Chiara, Sie selbst können auch noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, ich bin einfach nur noch glücklich, dass es jetzt sicher ist, dass ich unschuldig bin. Also, dass es jetzt jeder weiß und dass ich Selina behalten kann. Gut, dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Chiara Salomon wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Nehmen Sie bitte Platz. Frau Verteidigerin, was Sie zu den Vorurteilen und den Stammtischparolen des Herrn Geil gesagt haben
Und die Rückschlüsse, die es vielleicht auf seine Eignung zur Personalführung zulässt, das kann ich eins zu eins unterschreiben. Und deswegen will ich mich damit gar nicht aufhalten. Aber wir dürfen nicht vergessen, in diesem Fall hier ist er Opfer. Aber Täterin ist nicht die Angeklagte, sondern die Frau Scharf, die sich da wohl in eine Notsituation hineinmanövriert hat. Wohl eher blauäugig als eigennützig, aber trotzdem ist das natürlich eine Untreue gewesen. Und was Sie getan haben am Container, das ist ein schwerer Raub. Und für Sie als Erwachsene steht da zunächst mal eine Mindeststrafe von 5 Jahren Freiheitsstrafe im Gesetz. Ich meine aber, Herr Staatsanwalt, wenn man sieht, eben diese Notsituation und den geringen Wert der Beute, dass man vielleicht zu einem minderschweren Fall kommen kann und dann vielleicht haut es ja noch hin mit einer Bewährungsstrafe. Ja. Jedenfalls sind Sie frei zu sprechen. Und ich freue mich, dass Sie Ihr Kind behalten können. Und so wie es aussieht, kann doch der Vater vielleicht auch bald Verantwortung übernehmen für die Selina. Wie nennt man das dann? Hey, das ist eine richtige Familie. Also etwas, was Sie selber leider nie hatten. Und das wäre doch schon mal was. Also Sie merken schon, mir fehlt irgendwie die Hartherzigkeit von Herrn Keil. Und deswegen stelle ich mir natürlich die Frage, wieso müssen Lebensmittel, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, entsorgt werden? Und wieso kann man die nicht an Bedürftige verteilen? Frau Manz, Sie haben da ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, Milchmädchenrechnung. Da gibt es eigentlich zwei Milchmädchenrechnungen. Zum einen ist es natürlich nicht so, dass ein Supermarkt sich selbst die Umsätze wegnimmt, wenn er es an Bedürftige verteilt. Weil die Menschen, an die er es verteilt, die hätten gar nicht das Geld, dort einzukaufen. Aber es gibt schon auch noch eine andere Milchmädchenrechnung. Tafeln helfen nämlich nicht, Armut zu beseitigen. Es gibt sogar Kritiker, die sagen, sie helfen, Armut zu zementieren, weil das nachhaltige Arbeiten gegen die Armut damit erschwert wird. Aber zumindest Tafeln lindern Armut. Und das ist doch schon mal was. Und außerdem profitieren von der Abgabe von Lebensmitteln an Tafeln auch die Supermarktketten selbst. Zum einen sparen sie sich Entsorgungs- und Transportkosten. Und zum Zweiten verbessert das nachhaltig das Image und erhöht wiederum die Umsätze. Und das ist ganz wichtig, wenn man Filialleiter hat, die so das Image beschädigen wie Sie. Jenseits all dessen meine ich, die Hilfe für Bedürftige, zumal Hungernde, ist einfach ein Gebot der Menschlichkeit. Wir können sicher arm und reich in der Gesellschaft, in der Leistung honoriert wird, nicht beseitigen. Aber Armut in Deutschland dürfte doch eigentlich keine Frage des Sattwerdens sein. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Simone Scharf wurde wegen Untreue, schweren Raubes in einem minderschweren Fall, gefährlicher Körperverletzung, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt.